Herr Außenminister, Herr Prorektor, sehr geehrte Vertreter der eidgenössischen kantonalen Behörden, Parlamente, des diplomatischen Korps, geschätzte Damen und Herren, Vertreter der Wirtschaft, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen des Europa-Instituts an der Universität Zürich sowie unserem Kooperationspartner Bank Julius Baer möchte ich Sie, Herr Außenminister, ganz herzlich hier an der Universität Zürich zu dieser Special Churchill Lecture begrüßen. Seit 1996 veranstaltet das Europa-Institut im Gedenken an diese doch berühmte Rede, die Churchill hier nach dem Zweiten Weltkrieg am 19. September 1946 gehalten hat, jedes Jahr Referate mit prominenten, führenden Persönlichkeiten Europas. Die Liste der bisherigen Referenten ist lang und umfasst Namen wie Helmut Kohl oder Henry Kissinger, Tony Blair, Edward Heath und auch ein Luxemburger, Jean-Claude Juncker, um nur einige zu nennen. Alle sie haben Visionen oder die visionäre Rede von Churchill haben sich durch diese Rede inspirieren lassen und ihre eigene Sicht des europäischen Integrationsprozesses hier beschrieben. Auch heute ist es uns mit Ihnen gelungen, eine prominente Persönlichkeit hier nach Zürich holen zu können. Wir freuen uns überaus, dass Sie heute unser Gast sind. Herr Asselborn, Sie sind mit Abstand der dienstälteste Außenminister in der Europäischen Union. Ich habe mir das nachgeschaut und gesehen, Sie haben Ihr Amt erstmals 2004 angetreten. Das sind also alles zusammen stolze 17 Jahre. Sie liegen damit zwar immer noch etwas hinter dem Rekordhalter. Ich denke, das könnte der frühere sowjetische Außenminister Gromyko gewesen sein, der 28 Jahre Außenminister war, aber vielleicht überholen Sie ihn ja noch. Sie waren und sind nicht nur Außenminister des Großherzogtums Luxemburg, sondern auch Vizepremierminister waren Sie und Minister für Immigration und Asyl. Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal auch gewisse innere Spannungen gibt zwischen dem Außenminister und dem Minister für Immigration und Asyl. Vor Ihrer nationalen Karriere waren Sie unter anderem Bürgermeister in Ihrer Gemeinde Steinfort und Mitglied des Abgeordnetenhauses oder Abgeordnetenkammer Ihres Landes, wo Sie auch Fraktionsvorsitzender Ihrer Partei, der LSAP, der Letzte Bürger Sozialistisch Arbeiterpartei waren. Wunderbar. Die staatliche Anzahl von Amtsjahren allein erklärt aber nicht die große Bedeutung und das Gewicht, welches Sie als Vertreter eines doch auch kleineren EU-Mitgliedstaates in der EU haben. Geschätzt werden Sie verbreitet wegen Ihrer klaren, guten, kommunizierten Haltung zu verschiedenen aktuellen und wichtigen Themen, Ihrer Kompetenz, Ihrer Wortgewandtheit und nicht zuletzt auch wegen Ihres Humors. Das macht Sie beliebt bei Kollegen, den Medien und in der breiten Bevölkerung, insbesondere in Ihrem Heimatland. Da liegen Sie, wie ich gelesen habe, seit Jahren bei Umfragen zu Kompetenz, Sympathie und Bekanntheit mit rund 85% Zustimmung einsam an der Spitze. Ich bin nicht sicher, ob es in der Schweiz einen Politiker gibt, ob jetzt in Exekutive oder nicht, der hier mit Ihnen mithalten könnte. Als wir vor einigen Wochen mit unseren LLM-Studierenden eine virtuelle Tour nach Brüssel und Luxemburg gemacht haben, haben wir Sie angefragt, Sie haben sich spontan bereit erklärt, über Zoom mit unseren Studierenden anderthalb Stunden zu diskutieren. Das war eindrücklich. Diese spontane Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen für junge Leute, die Interesse an Europa haben, ist mächtig gut angekommen. Und Sie haben seither auch bei uns einen kleinen, mit dem heutigen Anlass sicher wachsenden Fanclub gewonnen. Nun, Herr Außenminister, Sie sprechen heute zu uns zum gewichtigen Thema: Leidet Europa unter einem Werteverlust? Wir freuen uns sehr auf Ihr Referat und die anschließende Diskussion mit dem Publikum, bei der wir nicht ganz ausschließen können, dass vielleicht auch das eine oder andere Thema in Bezug auf
bilaterales Verhältnis Schweiz-EU zur Diskussion kommen könnte. Herzlich willkommen an der Universität Zürich. Lieber Herr Professor Kellerhals, liebe Menschen alle hier, Luxemburger und Nicht-Luxemburger, ich will zuerst vielleicht etwas sagen. Es gab einen Menschen, der hat Gromyko sehr geschlagen. Der war Außenminister von 1975 bis 2015. Der war ein Saudi-Arabier, Prinz Saud. Den schaffe ich nicht. Aber nächstes Jahr wird Genscher also überholt werden, vielleicht, denn der war 18 Jahre Außenminister. Das könnte sein, dass ich das schaffe. So, also ich muss natürlich jetzt über ein Thema reden hier mit euch. Ich mache das gerne, aber nicht so lustig. Es geht um den Werteverlust in der Europäischen Union. Und das ist etwas, glaube ich, was uns alle betrifft. Darum verzeihen Sie mir meine Ernsthaftigkeit, um das Thema anzugehen. Es sind, wie Sie gesagt haben, Herr Professor, jetzt ja 75 Jahre her, dass Churchill hier an der Universität Zürich seine Vision des vereinten Europas entworfen hat. Dies unter dem wachsamen Auge des Namensgebers dieser Vorlesungsreihe werde ich versuchen, in der nächsten kleinen halben Stunde Gedanken mit Ihnen zu teilen und vielleicht, dass wir danach auch selbstverständlich, ob es Schweiz oder nicht Schweiz ist, eine kleine gute Debatte haben. Die europäische Integration ist ohne Zweifel eine der größten Erfolgsgeschichten unseres Kontinents. Doch hat es seit jeher auch sehr viele Rückschläge gegeben. Denken Sie an das Scheitern der europäischen Verteidigungsgemeinschaft in den 50er Jahren, der EU-Verfassungsvertrag 2005. Die Spanier hatten Ja gesagt, dann die Niederländer und die Franzosen Nein gesagt und wir sind trotzdem dann, haben uns herausgerissen mit diesem Lissabonner Vertrag von 2009. Natürlich auch der Austritt, wenn ich so sagen darf, aus der Europäischen Union des Landes des ehrwürdigen Namensgebers dieses Vortrags. Wenn wir von einem Wertverlust reden, würde ich zuallererst den Begriff des Verlusts hervorstreichen. Verlust ist nämlich das, was wir über die letzten anderthalb Jahre am schmerzlichsten erfahren haben. Verlust allererst unzähliger Menschenleben, von Teilen unseres Alltags auch und unserer als selbstverständlich verstandenen Freiheiten. Die Corona-Pandemie hat unser freiheitliches europäisches Weltbild stark strapaziert. Haben wir den EU-Sitzbestand lange als Selbstverständlichkeit verstanden, so hat uns die Krise im Frühjahr 2020 das Gegenteil gelehrt. Plötzlich waren die Grenzen wieder da und die in jahrzehntelanger mühseliger Kleinarbeit aufgebaute Personenfreizügigkeit in Europa war zum Teil in Frage gestellt. Selbstverständlich ist ja der Schutz der öffentlichen Gesundheit eine Priorität für uns alle. Jedoch ist es nicht abwegig zu wiederholen, dass ein Schlagbaum an der Grenze ein Virus nicht aufhalten wird. In Luxemburg haben wir die Auswirkungen der Grenzschließungen vielleicht dramatischer gespürt als anderswo, weil wir ja in einem der meist vernetzten Regionen Europas leben, in der Region von Schengen, wo Frankreich, Deutschland, Luxemburg zusammenstoßen. Alle Grenzregionen in Europa gelten in der Panikreaktionen von März 2020 als affektiert. An Reflexen, die weder dem europäischen Geist noch der europäischen Rechtslage im Grunde entsprachen. Bürger haben ihre demokratischen Rechte eingefordert und 30% der Unionsbürger, das sind etwa 150 Millionen, leben in Grenzgebieten. Die grenzüberschreitenden Gemeinschaften der Union haben sich in den Jahrzehnten der offenen Grenzen in der Europäischen Union entwickelt. In einigen Fällen wurde ja die Existenz dieser Gemeinschaften durch den EU-Besitzstand überhaupt erst möglich.
Sie sind eine Verkörperung, glaube ich, der vielen Erfolge der europäischen Integration. In Zukunft gilt es, meiner Meinung nach, sicherzustellen, dass die Verlässlichkeit der Grenzgemeinschaften bei unseren Entscheidungen auf europäischer Ebene, aber vor allem in unseren jeweiligen Hauptstädten, viel besser berücksichtigt wird. Wir müssen die vier demokratischen Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarkts, nämlich freier Verkehr der Waren, Personen, Dienstleistungen und des Kapitals, besser schützen und weiter ausbauen, um in der Welt des 21. Jahrhunderts bestehen zu können. Im November soll ja die Europäische Gemeinschaft, jetzt die Kommission, eine Reform des Schengen-Raums vorschlagen. Und hier wird sich zeigen, inwiefern sie auf die Bevölkerung und auf die Wirtschaft hört, die sich im Vorfeld gegen erweiterte Möglichkeiten von Binnengrenzkontrollen ausgesprochen haben oder ob sie dem Druck verschiedener Mitgliedstaaten nachgeben, wird die in Binnengrenzkontrollen ein Allheilmittel gegen Pandemie, Unsicherheit und Migration sehen. Immerhin sind von den 26 Schengen-Staaten haben 10 noch immer Grenzkontrollen jetzt zurzeit laufen. Einen weiteren Werteverlust sehe ich zudem in der Art und Weise, wie das Thema Migration die Union verändert hat. Ich bleibe der festen Überzeugung, dass wir uns als Europa in der Migrationspolitik ein Regelwerk geben müssen, welches eine solidarische, menschenwürdige und transparente Migrationspolitik ermöglicht. Seit 2015 suchen wir ja als Gemeinschaft, und die Schweiz war oft dabei und gut dabei, nach einem Kompass in diesem Bereich. Stattdessen mehren sich jedoch die Berichte, ja, man muss es sagen, über Grausamkeiten an den europäischen Außengrenzen. Wir entfernen uns täglich vom Prinzip der Solidarität, welches die Verträge unter anderem explizit im Kontext der Migrationspolitik erwähnen. Am 6. September 2017 bestätigte der Europäische Gerichtshof den im Sommer 2015 eingeführten obligatorischen Umsiedlungsmechanismus Relocation, um Griechenland und Italien, die an vorderster Front der Migrationsankünfte stehen, um sie zu entlasten. Rechtsmittel wurden von Ungarn und der Slowakei eingelegt, was ihr gutes Recht ist, um die Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Rates in Frage zu stellen. Aber das Gericht bestätigte die Entscheidung und war der Ansicht, dass die Relocation angemessen war, um die Lasten zwischen den Mitgliedstaaten auszugleichen. Nach einer solchen Entscheidung folgt normalerweise die Exekutive dem Urteil der Richter. Trotzdem weigerten sich nach diesem Urteil eine Reihe von Mitgliedstaaten, Sie wissen es, hartnäckig, an der Relocation teilzunehmen. Diese fortgesetzte Weigerung führte schließlich zu einem Vertragsverletzungsverfahren. Am 2. April 2020 hat der Gerichtshof ein Urteil erlassen, in dem es bestätigt, dass Polen, Ungarn und auch die Tschechische Republik ihre unionsrechtlichen Verpflichtungen verletzt haben, indem sie sich weigern, den Mechanismus der vorübergehenden Umsiedlung von Antragstellern um internationalen Schutz einzuhalten. Nun, der nächste logische Schritt sollte die Anrufung des Gerichtshofs durch die Europäische Kommission sein, um eine Sanktion zu beantragen. Aber wir warten auf weitere Schritte seitens der europäischen Exekutive in Sachen Solidarität und Umsiedlung müssen wir uns also tatsächlich fragen, ob die institutionellen Schutzmechanismen des europäischen Rechts so funktioniert haben, wie sie sollten. Meine Damen und Herren, in letzter Zeit erleben wir eine unerwartet lang anhaltende innere Spaltung der Europäischen Union. Insbesondere, Sie wissen es, in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Ich bin der Meinung, dass diese Spaltung ernste, wenn auch zu diesem Zeitpunkt nur indirekt spürbare Auswirkungen auf die Union haben wird. Aber es kann sich steigern zu einer wahrhaften Krise. Die Europäische Union gründet nämlich auf fundamentalen Werten wie die Achtung der Menschenwürde, die Freiheit, die Demokratie, die Gleichheit, die Rechtsstaatlichkeit und
natürlich die Wahrung der Menschenrechte. Dies sind die Prinzipien, die auch im Artikel 2 des Vertrags zur Europäischen Union festgelegt sind. Nun, mit dem EU-Eintritt hat sich jeder Mitgliedstaat, jeder, dazu verpflichtet, diese in den Verträgen ja verankerten Grundwerte zu respektieren. Jene Fundamente in Frage zu stellen, führt also unausweichlich zu einem Rückschritt. Zu meinem großen Bedauern müssen wir jedoch zusehends feststellen, dass dies in einigen Staaten bittere Realität wurde. Daher komme ich nicht umhin, auf die Situation in Polen einzugehen. Dort haben etliche Justizreformen die Rechtsstaatlichkeit erheblich untergraben. Durch Richterernennungen, durch Ruhestandsregelungen, durch Disziplinarregelungen sowie eine Disziplinarkammer, deren Unabhängigkeit nicht gewährleistet ist. Genau jenes polnische Verfassungsgericht, das aus Richtern zusammengesetzt ist, deren Ernennung als rechtswidrig erklärt wurde, hat an diesem 7. Oktober geurteilt, dass europäisches Recht keinen Vorrang mehr hat gegenüber der polnischen Verfassung. Ein großes Privileg der europäischen Mitgliedschaft besteht darin, dass die Bürger Europas den Schutz durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und des Gerichtshofs der Europäischen Union genießen. Die Entscheidung vom 7. Oktober stellt jedoch prinzipiell in Frage, dass wir eigentlich Prinzipien, die wir eigentlich schon vor Jahrzehnten geklärt haben. Hier geht es nicht um Interpretationsdivergenzen, sondern um Grundprinzipien des Rechts, welches unsere Union in unserem Binnenmarkt auch funktionieren lassen. Seit den 60er Jahren, für die, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen, des 20. Jahrhunderts, wir sind ja im 21., seit den berühmten Fällen von Gent und Loos und 1963 Costa gegen Enel von 1964, ist geklärt, dass EU-Recht den EU-Bürgern Rechte verleiht und EU-Recht prinzipiell Vorrang hat gegenüber nationalem Recht. Diese Grundprinzipien sind also keineswegs ganz neu. Dass der Europäische Gerichtshof zuständig ist, um die Umsetzung des europäischen Rechts zu überprüfen, darf also keiner weiteren Diskussion. Auch ein polnischer Richter ist ein europäischer Richter. Das Urteil vom 7. Oktober stellt grundlegende Fragen, die zuletzt der Rechtsstaatlichkeit, der Rechtssicherheit, vor allem in Europa. Wir brauchen unabhängige Richter in jedem Mitgliedstaat. Nur so kann unsere Rechts- und Wertegemeinschaft richtig funktionieren. Gleichheit und Nichtdiskriminierung gehören zu den zentralen Grundsätzen der Europäischen Union. Sie sind in den europäischen Verträgen und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. Im Zuge der letzten Jahrzehnte haben legislative Entwicklungen das Leben vieler Menschen verbessert und dazu beigetragen, gerechtere Gesellschaften mit größerer Akzeptanz auch für LGBTI-Personen aufzubauen. Allerdings werden letztere in vielen Bereichen weiterhin diskriminiert. Dies ist uns erst kürzlich wieder in Ungarn vor Augen geführt worden. Per Gesetz ist Personen unter 18 Jahren mittlerweile der Zugang zu Inhalten verboten, die LGBTI-Personen darstellen. Ich habe wirklich wenig Verständnis für diese Maßnahme. Die Europäische Kommission hat zwar betont, dass der Schutz von Minderjährigen ein berechtigtes öffentliches Interesse ist, selbstverständlich. Allerdings konnte Ungarn im vorliegenden Fall nicht begründen, warum der Kontakt von Minderjährigen mit LGBTI-Inhalten ihr Wohlergehen beeinträchtigen könnte. Hier werden Minderheiten von einer Regierung gebrandmarkt und diffamiert. Ich begrüße deshalb sehr, dass die Kommission hier ein Vertragsverletzungsverfahren in die Wege geleitet hat. Den allermeisten ist mittlerweile klar, dass das Problem der Rechtsstaatlichkeit nicht mehr ignoriert werden kann. Doch Vorsicht ist geboten. Zuallererst muss man klar unterscheiden zwischen Regierungen einerseits und der Bevölkerung andererseits. In beiden Ländern, deren Beispiel ich genannt habe, also Ungarn und Polen, ist der Zuspruch für die europäische Zugehörigkeit
laut den letzten dazu geführten Eurobarometer-Studien immer noch besonders hoch. Nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts gingen, wie Sie gesehen haben, die Bürger auf die Straße, um gegen einen vermeintlichen Austritt der Europäischen Union zu demonstrieren. Schlussendlich obliegt es meines Erachtens ganz klar den Wählern zu entscheiden, welche Richtung Ungarn und Polen demnächst einschlagen werden. Was können wir darüber hinaus tun in der Europäischen Union, um demokratische Grundrechte in der Europäischen Union besser zu schützen? Zuallererst muss ich festhalten, dass die Autoren des Lissabonner Vertrags und der Konvention gegen Ende des letzten Jahrhunderts das Regelwerk, also nachdem die heute Europäische Union funktioniert, schlicht und einfach nicht vorgesehen haben, dass gleich mehrere Mitgliedstaaten im Grunde Grundsätze der Europäischen Union infrage stellen. Ich wurde 2004, wie Herr Professor gesagt hat, Außenminister. Ich konnte mir damals auch nicht vorstellen, dass es sich Entwicklungen in diese Richtung geben würde. Im Jahr 2021 debattieren wir über Prinzipien, von denen wir im Grunde glaubten, dass sie längst geklärt werden. Der Rat beschäftigt sich seit Jahren mit dem Problem. Der Ministerrat, der Europäische Rat, ohne nennenswerten Erfolg. Da mindestens zwei Länder, mindestens, und das sind mehr, sich gegenseitig beistehen, um die Hürde für echte Maßnahmen, wie zum Beispiel Stimmentzug im Rat, der berühmte Artikel 7, anzuwenden. Daher haben wir auf europäischer Ebene neue Strukturen versucht zu schaffen, um den Rechtsstaat wieder besser zu schützen. Als vorbeugende Maßnahme untersucht die Kommission nun in einem neuen jährlichen Bericht die Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten, um Probleme früh zu erkennen und ansprechen zu können. Die Kommission analysiert die Lage in Sachen Unabhängigkeit der Gerichte, die Situation der Medien, den Kampf gegen die Korruption, um den allgemeinen Rechtsrahmen in den Mitgliedstaaten. Es ist ein mühseliger, jedoch notwendiger Prozess, glaube ich, der es zudem erlaubt, präventiv auf Probleme aufmerksam zu machen und einen Dialog zwischen den Mitgliedstaaten herzustellen. Darüber hinaus wurde für das EU-Budget 2021-27 ein neuer Rechtsstaatsmechanismus glücklicherweise eingeführt, der die Vergabe von EU-Geldern blockieren kann, wenn bei einer Ausschüttung Risiken für die finanziellen Interessen der Europäischen Union bestehen. Der Europäische Gerichtshof, der ja in Luxemburg tagt, wird bald über diesen Mechanismus entscheiden. Ich hoffe noch dieses Jahr. Ungarn und Polen haben ja dagegen eine Klage eingereicht und ich hoffe sehr, dass dieser Mechanismus sehr bald zum Einsatz kommt. Meines Erachtens darf kein Geld der europäischen Steuerzahler in Mitgliedsländern der Europäischen Union fließen, deren Regierungen die Basisregeln des Rechtsstaats ignorieren. Nationaler Machterhalt oder Machtausbau dürfen nicht auf Kosten europäischer Werte geschehen. Die Kommission hat als Hüterin der Verträge hier und heute eine entscheidende Rolle zu spielen. Meines Erachtens ist es die wichtigste seit ihrem Bestehen. Es darf kein Zweifel aufkommen an unserer Entschlossenheit, den Rechtsstaat zu verteidigen. Es ist das Fundament der Europäischen Union. Es ist der Kitt, der die Europäische Union im Innersten zusammenhält. Und hier kann es keine Zugeständnisse geben. Die Bewältigung dieser inneren Krisen, die der Migration, des Rechtsstaats und auch der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union infolge der Corona-Pandemie hat Europa also bisher noch nicht vollbracht. Die Wertegemeinschaft der Europäischen Union wird aber nicht nur von innen stark strapaziert. Außenliegende Faktoren tangieren unser Werteverständnis mit immer häufigeren Regelmäßigkeit und immer stärkerer Intensität. Die Wechselwirkung zwischen der von Werten definierten Außenpolitik der Europäischen Union und dem starken Erosionsdruck der außenstehenden Mächte auf dieselbigen Werte stellt die Rolle der Europäischen Union in der Welt manchmal in Frage. Die jüngsten Ereignisse, nehmen wir ein Beispiel in Afghanistan, sprechen Bände. Wir müssen uns als Europäische Union fragen, auch wir
als Europäische Union, was wir Demokraten aller Couleur in den letzten 20 Jahren hätten besser machen können und besser hätten müssen. Wir haben nach dem Petersberger Bonner Abkommen vom Dezember 2001 und der einstimmig angenommenen UNO-Resolution im Weltsicherheitsrat desselben Monats 20 Jahre lang am Aufbau eines, sagen wir, moderneren Afghanistans gearbeitet. Wir haben den Terror bekämpft mit vielen, vielen tausenden Opfern, junger Menschen aus Amerika und aus Europa. Wir haben parallel Sicherheitskräfte trainiert und aufgebaut, den Afghan Ownership. Die Beziehungen zur Zivilgesellschaft, besonders zu Frauen in Afghanistan, gefördert und daran geglaubt, dass die Zukunft Afghanistan, das sich 2004 ja auch nur eine sehr moderne Verfassung gegeben hatte, demokratisch sein könnte. Seit dem Fall Kabuls an die Taliban sehen wir, wie ein großer Teil unserer gemeinsamen Arbeit im Land in Rauch aufgeht. Wir sahen die schrecklichen Bilder des Terrors und wir erhalten dramatische Hilferufe jeden Tag von tausenden Afghanen, die ihres Lebens unter den Taliban nicht mehr sicher sind. Europa muss hier eine Rolle übernehmen, humanitäre Hilfe leisten. Und es muss auch alles getan werden, damit die Europäische Union wieder in Kabul präsent ist. Die Debatte um die Aufnahme von Menschen aus Afghanistan spiegelt in meinen Augen wieder, wie politisch verzerrt das Prinzip der Menschlichkeit innerhalb der Europäischen Union geworden ist. Müssen wir nicht Frauen, Mädchen, Richterinnen, die im Namen der Justiz Taliban verurteilt haben, Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und viele andere Menschen, die keine Chance haben, ein Leben in Freiheit oder gar ein Überleben unter den Taliban zu erwarten, unsere Tür ein Stückchen öffnen. Persönlich hatte ich gewagt zu hoffen, dass wenn UK und Kanada jeweils 20.000 gefährdete Menschen aufnehmen, die Zahl von 40.000 für die Europäische Union, das ja 450 Millionen Einwohner hat, dass das realistisch sein könnte. Aber konkrete Aufnahmezahlen sind zurzeit in der Europäischen Union hier tabu. Wie sollen wir als Westen mit den neuen de facto Machthabern in Kabul umgehen? Als Europäische Union stellen wir klare Forderungen an die Taliban, genau wie die UNO. Der Respekt der Menschenrechte und der Grundwerte sowie der demokratischen Prinzipien gehören selbstverständlich zu diesen Forderungen. Man muss die Taliban, glaube ich, nach ihren Taten bewerten, nicht nach ihren Worten. Frühe Ankündigungen haben sehr moderat geklungen, doch die Wirklichkeit vor Ort sieht sehr, sehr, sehr düster aus. Wir werden mit den Taliban reden müssen, auch wir als Europäische Union, genau wie auch die Amerikaner das tun, um praktische Probleme zu lösen. Wenn es darum geht, schutzbedürftige Menschen außer Land zu bringen und vor allem, damit humanitäre Hilfe weiter ins Land fließen kann, um eine schwere Hungersnot für Millionen Menschen, jetzt wo der Winter kommt, vor allem zu vermeiden. Afghanistan steht wirtschaftlich und finanziell ganz kurz vor dem Kollaps. Die internationale Gemeinschaft muss verhindern, wie ich gesagt habe, dass Hunderttausende Menschen den Hungerstod sterben. Das ist eine sehr, sehr potenzielle Gefahr. Ein solcher Dialog mit den Taliban auf technischer Ebene ist selbstverständlich keine Anerkennung der Taliban als legitime Vertreter des Staates Afghanistan. Wir müssen auch unbedingt mit den Ländern selbstverständlich rund um Afghanistan zusammenarbeiten. Viele von ihnen beherbergen Hunderttausende, wenn nicht Millionen Afghanen und benötigen Hilfe, um weitere Menschen in Würde aufnehmen zu können. Es ist aber auch zu hoffen, dass die Nachbarländer und vor allem auch Russland und China, die wir an der Stabilität in Afghanistan brauchen, mitarbeiten werden, vor allem in der UNO, damit Afghanistan keine Drehscheibe für Terrorismus, Drogenhandel und Verbrechen an Frauen und Mädchen wird. Die Bevölkerung Afghanistans ist sehr, sehr jung. Der Altersmedian liegt bei 18,4 Jahren. Viele junge Afghanen haben also das Terrorregime der Taliban zwischen 1996 und 2001 nicht erlebt und können sich kaum daran erinnern. Die Afghanen und vor allem die Afghaninnen haben in den vergangenen 20 Jahren
sehr viel Selbstbewusstsein getankt. Wir müssen also alles tun, um diesen Menschen Mut zu geben, ihr Land von innen zu verändern, so schwer das natürlich auch sein mag, momentan aussehen mag. Auch die Diaspora, die vielen Menschen aus Afghanistan, Lehrer, Richter, Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, die jetzt außerhalb Afghanistans leben, werden eine Rolle zu spielen haben, damit die Demokratie in Afghanistan nicht vollständig erlischt. Meine Damen und Herren, die Afghanistan-Krise, die Beziehungen zu China und die zunehmend angespannte Sicherheitslage im pazifischen Raum machen es dringender denn je, eine strategische Diskussion über die Rolle der Union auf internationaler Bühne zu führen. Wir können aber nur als Europäische Union eine überzeugende Rolle spielen, wenn wir unser europäisches Werteverständnis mit in die Welt hinaustragen. Um den Herausforderungen auf dem internationalen Parkett gewachsen zu sein, bedarf es unter anderem einer koordinierten europäischen Strategie. Die wirtschaftliche Erholung, der Klimawandel, wachsende internationale Spannungen, zunehmend unilaterales Handeln und dessen Auswirkungen sind auf multilateralen Institutionen aufgebaut und haben zur Formulierung der Strategie der offenen strategischen Autonomie innerhalb der Europäischen Union geführt. Hier spiegelt sich der Wunsch der Europäischen Union wider, auf der internationalen Bühne einen eigenen Kurs zu bestimmen und durch Führungsstärke und Engagement in der Welt um uns herum im Sinne der Interessen und der Werte Europas zu gestalten. Bei der offenen strategischen Autonomie ist die bestmögliche Nutzung der Möglichkeiten, die die Offenheit und das globale Engagement der Europäischen Union bieten, aber auch die durchsetzungsfähige Verteidigung europäischer Interessen und Werte nach innen und nach außen vorgesehen. Jedoch müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass die Schlüsselzutat einer großen europäischen strategischen Neuausrichtung das europäische Werteverständnis ist. Nur so kann sich unsere Verpflichtung zur Solidarität und Rechtsstaatlichkeit auch in unseren Handlungen widerspiegeln. Ganz konkret denke ich da an die Beitrittsgespräche, zum Beispiel noch mit dem Westbalkan. Hier hat der Mangel an Solidarität unter den Mitgliedstaaten zu vielen, vielen Verzögerungen geführt. Wie soll man Europa im Indopazifik ernst nehmen, wenn wir nicht mal in unserer Nachbarschaft als verlässlicher Partner angesehen werden? Meine Damen und Herren, am Horizont zeichnen sich bereits ganz klar die Herausforderungen der kommenden Jahre ab. Das Verhältnis zu China, das Verhältnis zu Russland, die steigenden Energie-Rohstoffpreise, die ehrgeizigen Klimaziele der Europäischen Union, der digitale Wandel mit all seinen positiven und negativen Facetten, das alles sind heikle Themen, die sich nur mit Geduld, Kompromissfähigkeit, aber auch mit einem starken Werteverständnis lösen lassen werden. Das heutige Europa ist ein anderes als das Europa, welches Churchill vor 75 Jahren an dieser Stelle beschworen hat. Ich wage auch nach dieser Rede zu behaupten, dass es in vieler Hinsicht besser ist. Wir befinden uns jedoch in einer entscheidenden, sehr entscheidenden Phase der europäischen Integration, in der grundlegende Fragen geklärt werden müssen, bevor sich die Union in größerem Umfang weiterentwickeln kann. Ich danke Ihnen sehr. Herzlichen Dank, Herr Außenminister, für diese spannende, ja auch nachdenkliche Rede, die Sie hier gehalten haben über die Werte oder Wertverluste in Europa. Ich würde gern die Diskussion öffnen und Sie einladen, Fragen zu stellen. Ich fange vielleicht meine erste Frage an. Sie haben etwas die Hilflosigkeit der EU nach außen beschrieben, die fehlende gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, gleichzeitig auch die Zerrissenheit der EU intern mit neuen Gräben, die aufgebrochen sind. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, das zu verbessern, dass also trotz der Gräben in Zukunft die EU auch geeinter weiter
nach außen aktiv sein kann. Das ist nicht ein Widerspruch hier. Es ist natürlich ein großer Widerspruch. Und ich muss auch sagen, dass diese Diskrepanz des inneren Zusammenhalts größer wird, nicht kleiner. Wir haben, ich kann das nur an meinen Erfahrungen Ihnen schildern, 2004, 2005, als Nein gesagt wurde zum Verfassungsvertrag, haben wir uns sehr schnell berappelt. Und in der deutschen Präsidentschaft 2007, damals Merkel und Steinmeier, haben wir uns gesagt, wir müssen es hinbekommen, spätestens 2010, das war dann 2009, einen neuen Vertrag hinzubekommen. Es war nicht mehr der Verfassungsvertrag, aber einen europäischen Vertrag hinzubekommen. Dieser Wille war da. Das war ein wirklich, wir geben nicht auf, der Wille war da. Heute, ich weiß, dass ich ja nicht hier in die Luft rede, aber es gibt Momente im Ministerrat, wo zwei, drei Länder sich gegenseitig beglückwünschen, dass sie es geschafft haben, die Einstimmigkeit zu brechen. Das ist ein Faktum, das besteht. Also das ist, kann ich nicht jetzt wegwischen, es besteht. Sie fragen mich natürlich, wie kommen wir da raus? Ich würde Folgendes sagen. Das allererste ist, wenn wir es nicht hinbekommen, unsere Werte hochzuhalten, die Rechtsstaatlichkeit hochzuhalten, dann gibt es das Wort Union nicht mehr. Dann sind wir noch immer Europa, aber wir sind nicht mehr eine Europäische Union. Dann sind wir ein intergouvernementaler Club, der wie in anderen Kontinenten, wo verschiedene Länder zusammenarbeiten, aber nicht mehr, der Integrationsfaktor wird verschwinden. Der Integrationsfaktor ist das, was die Europäische Union ausmacht. Ja, die Initiativrecht der Kommission, das Parlament und alles, was dazugehört, natürlich auch der Europäische Gerichtshof. Und das Schlimme ist, der Europäische Gerichtshof, nicht weil er in Luxemburg ist, das ist ein Fels in der Brandung. Und der wird, dessen Entscheidungen werden in Frage gestellt. Vor allem vom Europäischen Rat, also von den Häuptlingen. Und die wissen nicht, was sie da der Europäischen Union antun. Sie brechen die Europäische Union. Darum, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben jetzt Wahlen in Deutschland. Ich glaube, Deutschland, egal wie die Koalition wird, und man weiß ja höchstwahrscheinlich, wie sie werden wird, Deutschland wird ein europäisches Land bleiben. Frankreich, sehr kompliziert. Ich mische mich hier nicht in die französische Innenpolitik ein, aber Sie sehen, wie in Frankreich jetzt im Wahlkampf ein Typ wie dieser Eric Zemmour auf die rechte Seite zieht und wie die klassische Rechte mitzieht. Es gibt nicht nur einen, zwei, es gibt sogar Menschen, die verhandelt haben mit den Briten, dass die Briten sollen in der Europäischen Union bleiben, die es fertigbringen zu sagen, wir müssen aufpassen, dass Frankreich das Privileg bekommt, nicht mehr alle Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu respektieren. Das ist das Ende von allem. Wenn Länder wie Polen und Ungarn und vielleicht andere, wo man sagt, der Wähler muss entscheiden, wo der Weg in diesen Ländern geht, wenn dann in einem klassischen Land wie Frankreich diese Evolution zutage kommt. Die Europäische Union wurde gebaut, damit die Franzosen die Deutschen in Ruhe lassen und die Deutschen die Franzosen und uns alle auch rundherum. So, das war der Sinn davon. Und wenn in einem dieser zwei Länder, für die Europa gebaut wurde, dies aus dem Kompass kommt, dann ist uns nicht mehr zu helfen. Wir haben andere Probleme. Wir haben zum Beispiel 1 plus 16, sagen die Chinesen. Wir sagen 16 plus 1. Wir müssen lernen, dass auf dem internationalen Parkett es nur geht, wenn wir alle gemeinsam stehen. Und das ist ein Phänomen, das. Dann haben wir Debatten, Herr Professor, über die Einstimmigkeit. Ich bin ganz einverstanden. Wir sollten die Einstimmigkeit anstreben, aber um sie zu bekommen, brauchen wir Einstimmigkeit. Also das ist eine Debatte, die rundherum dreht, auch die Passerelle, das sagen wir, man braucht den Vertrag nicht zu ändern, um Einstimmigkeit zu bekommen. Man kann das über diese Brückenfunktionen machen. Ich gebe trotzdem, glaube ich, dass nach den Wahlen in Frankreich ein sehr wichtiger Moment kommt. Ein sehr wichtiger Moment. Ich weiß nicht, wie aggressiv das jetzt weitergehen wird mit Polen vor allem. Dieser Orban ist ja in der Philosophie schlimmer, aber der legt sich immer sehr intelligent an.
Der macht drei Schritte in eine Richtung, dann nimmt er wieder einen zurück, dann klatscht jeder in die Hand, der hat verstanden. Nein, der hat nicht verstanden. Aber trotzdem, in Polen ist jetzt etwas im Begriff, wo dann der Justizminister sagt, hier wird kein Franken oder kein Euro wird bezahlt an die Kommission Strafgelder. Natürlich, wenn kein Euro bezahlt wird für Strafgelder, wird auch kein Euro bezahlt für Kohäsionshilfe oder für diese ganzen 57 Milliarden. Und dann wissen Sie ja, zu was wir hinsteuern. Es gibt dann natürlich in der ganzen Klimadebatte gibt es natürlich auch Interessen, damit man Polen hilft, um Atomwerke zu bauen. All das spielt eine Rolle. Und die nationalen Interessen, wenn die in der Europäischen Union weiterhin eine große, große Rolle spielen, dann glaube ich, verlieren wir den Sinn, warum Europa eigentlich funktionieren sollte durch mehr Integration. Hier sind wir, ich kann nur die Lage beschreiben und man muss schon die Lage offen beschreiben. Man kann sie nicht verstecken. Wenn man sie versteckt, macht man Europa keinen Gefallen. Also es ist, wir sind an einem Punkt, wo, und wir haben ja in der Europäischen Union, das ist, Ihre Frage ist eine kapitale Frage, immer es fertiggebracht, die materiellen großen Herausforderungen zu meistern. Ob es die Euro-Krise war, ob es die Haushaltskrise war, da haben wir immer einen Weg gefunden, um herauszukommen. Auch jetzt sogar bei der Covid-Krise. Es ist ja ein Wunder geschehen, dass wir, denken Sie an die Finanzkrise, Eurobonds, das war tabu für unsere Freunde in Deutschland. Jetzt haben wir Covid-Bonds, das ist nichts anderes. Die Kommission kann Geld leihen und die Länder zahlen dann mit sehr langen Distanzen zurück. Und es gibt sogar, neben den Anleihen, gibt es ja auch direkt Geld, also das ausbezahlt wird. Ich glaube, dass verstanden wurde, wenn wir hier Ländern wie Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, wenn wir hier nicht helfen als Europäische Union, dass dann die Europäische Union in der Substanz kann zusammenknacken. Denn die verträgt nicht nur einmal, dass wir Hunderttausende Arbeitslose haben durch diese Krise und andere. So, das haben wir gut gemeistert. Das ist also ein Zeichen, dass es, glaube ich, noch Hoffnung gibt. Aber in der Philosophie, das Einmaleins der Europäischen Union ist verloren worden. Warum sage ich das? Wir sind Luxemburg das kleinste Land in dieser Union. Deutschland wird immer überleben, Frankreich auch, auch England. Aber ein Land wie Luxemburg wird nicht überleben, wenn die Integration Europas, wenn die fällt. Also und darum, glaube ich, sind die mittleren und kleineren Länder müssen zusammenstehen und den Größeren, wenn es wirklich in die schiefe Richtung geht, sagen, was da auf dem Spiel steht. Ich will auch für meine Kinder und Kindeskinder ein Europa haben, wo die Werte hochgehalten werden, wo wir eine freie Presse haben, wo wir eine unabhängige Justiz haben, wo wir Gewaltentrennung haben. Kein illiberaler Brei, denn das führt zu Autokratie, nicht zu mehr Demokratie. So, ich höre auf. Sie sind hier, um zu sprechen, das ist schon gut. Die EU ist immer noch ein Work in Progress eigentlich, oder? Es ist ja, das Endziel der Integration ist nicht definiert. Das heißt, eine immer enger werdende Union. Im Moment sieht man das nicht mehr so, ob es wirklich enger wird. Und es sind, glaube ich, auch alle in dieser Mitgliedschaft der Meinung, dass das so auch enger werden sollte. Also ich will nur ein Wort dazu sagen. Einer der Vorteile des Brexit ist ja, dass diese Ever Closer Union nicht gefallen ist. Mhm. Das ist ja im Text geblieben. Das ist irgendwie das Wichtigste, was wir von diesem Brexit als Positives zurückbehalten haben. Aber es steht noch in den Texten, aber wir müssen das auch, wie Sie sagen, auch hinkriegen. Wem darf ich? Bitte. Ich möchte noch auf die Thematik der Ostländer zurückkommen. Ist es nicht auch so, dass diese Länder eigentlich vielleicht 50 oder 100 Jahre nie eine demokratische, rechtsstaatliche Tradition hatten, weder in der Bevölkerung noch in den Institutionen. Und dass es eigentlich auch sehr schwierig ist, das in sehr kurzer Zeit zu realisieren in solchen Gesellschaften, sowohl in Polen wie in Ungarn. Und dass die Europäische Union es überschätzt hat mit ihren Instrumenten und auch ihrer Charta und so weiter, den Wandel dort
auch auf der gesellschaftlichen Ebene herbeizuführen und man jetzt eigentlich keine Instrumente hat, um das in Gang zu setzen. Ich glaube zwar, dass der Geldhahn, der wäre schon ein Mittel. Und wenn man den Geldhahn abdrehen würde, wenn man mal den Mut dazu hätte, zu sagen, ohne Rechtsstaat gibt es kein Geld. Und Sie haben es mit Recht gesagt, ist das Geld der europäischen Bürger. Und ich glaube, auch diese europäischen Bürger verstehen es nicht, wenn man ihr Geld dorthin schickt an diese Regierungen, die die Fundamente nicht einhalten, die rechtsstaatlichen. Darum sollte man dort in Brüssel nach meiner Meinung den Hahn zudrehen. Ja, ich bin ja ganz mit Ihnen einverstanden zu dem letzten Punkt. Das andere ist jetzt, Sie wissen, es gibt Regierungen, und ich sage nicht nur im Osten, aber auch im Osten Europas, die eigentlich Wahlkampf machen, dadurch, dass sie sagen, wir setzen uns gegen Brüssel durch. Und darum sollen wir gewählt werden, denn wir sind ein souveränes, eigenständiges Land. Und das ist ganz schlimm. Also das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollten. Ich glaube nicht, dass im 20. Jahrhundert und auch nicht im 21. Jahrhundert der Frieden, die Demokratie garantiert wird mit Verträgen. Sie wird nur getragen weiter, wenn die Werte, die wir akzeptiert haben und an die wir glauben, um keinen Krieg mehr zu bekommen, die Demokratie zu stärken, wenn die eingehalten werden. Und das ist ja genau das, was gemacht wurde von der Europäischen Union nach 2004, dass wir Länder aus dem Osten nicht mehr in eine Gefahr bringen, dass sie diktatorisch unterwandert werden oder dass sie zu einem System gehören, was eben nicht demokratisch aufgebaut ist. Und darum, es tut mir weh, wenn Orban über Brüssel diese Vergleiche mit Moskau macht. Das tut einem weh. Das ist ja genau das Gegenteil. Also, und darum verstehe ich auch nicht, ich sage das auch hier, wenn wir über Artikel 7 reden oder über Rechtsstaatlichkeit, sind nur sehr, sehr wenige Länder, die überhaupt das Wort ergreifen. Das sind die klassischen Länder, die Europa gegründet haben, selbstverständlich. Ich habe viele Gespräche mit meinen baltischen Kollegen darüber geführt und auch mit osteuropäischen Kollegen. Die sind immer noch der Meinung, wenn wir Artikel 7 debattieren, ist das der Westen gegen den Osten. Und das ist nicht durchgedrungen. Das ist genau wie bei der Migration. Sehen Sie, die Polen und die baltischen Länder haben kein Problem, wenn Menschen zu ihnen kommen aus dem Osten. Aber sie haben ein großes Problem, wenn Menschen zu ihnen kommen aus dem Süden, die eine andere Philosophie haben, eine andere Religion. Das ist also ein Konzept der Europäischen Union, was, glaube ich, vielleicht noch eine Generation braucht, damit das durchsickert. Aber brandgefährlich ist es, wenn wir, wie ich Ihnen gesagt habe und was Sie ja auch angedeutet haben, es nicht fertigbringen, dass die Werte, die wir verteidigen als Europäische Union, nicht als Westen, dass das die Werte sind, die wir brauchen im 21. Jahrhundert und darüber hinaus, um eben Krieg und, zu vermeiden und Demokratie zu wahren. Ich glaube, ich habe eine Frage von da hinten. Ich würde Sie gerne dazu fragen, das schließt daran an, wie sich das Gesprächsklima im Ministerrat in 17 Jahren, in dem Sie teilnehmen, verändert hat. Gibt es eine Spaltung, die neu ist? Gibt es eine Konflikthaftigkeit, die nicht schon früher auch da war? Und vor allem, können Sie Argumente jetzt von polnischen Kollegen, von ungarischen Kollegen, können Sie die nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad, die nicht die Argumente sind, die man in der Öffentlichkeit hört, sondern im persönlichen Gespräch auch vorgebracht werden? Ja, ist extrem schwierig. Über Fußball reden wir und alles geht. Aber hier, wissen Sie, Sie haben den ungarischen Kollegen angesprochen. Er verteidigt das Christentum auf der ganzen Welt und er verteidigt die Solidarität, indem er gegen Migration ist. Also das ist sehr schwer, dann irgendwie da hineinzukommen. Das ist sehr schwierig. Das war 2004 nicht der Fall. 2004 gab es kein Land, das solche Optionen wirklich vorgelegt hat. Es gab vielleicht Minderheiten in den Ländern, aber es gab keine Regierung, die das gemacht hat. Das hat sich geändert, natürlich dann, in Ungarn fing das an 2010, das ist 11 Jahre her, da fing das an. Es war so, dass Orban ja einmal Ministerpräsident wurde und dann verloren hat.
Und ich glaube, er hat einen gewissen Moment für sich gesagt, wenn du noch einmal das wirst, dann wirst du nicht mehr verlieren. Und er hat alles gemacht, um, was Eric Zemmour sagt, il faut éliminer les contrepoids. Wer sind die Contrepoids? Das ist die Medien und das ist die Justiz. Und genauso hat er das alles angefangen und endet dann in diesen Reden über den Illiberalismus. Und Sie sehen ja, wer zusammensitzt. Sie sehen Zemmour, Le Pen, Salvini, all diese großen Größen, die geben sich die Tür, die Klingel, wie sagt man das, die Klingel in die Hand, um zu Orbán zu kommen jetzt. Das ist, da spielt ja Russland auch noch ein wenig mit. Ne? Das ist nicht gut. Also das ist wirklich etwas, was ich nicht verstehe. Gut, ich muss das aber akzeptieren. Es waren auch 2004, als ich kam, keine Politiker da, die eine Aversion gegen Europa hatten. Aversion. Es gibt hier Menschen in diesem Ministerrat, die eine Aversion gegen Brüssel haben, gegen Europa haben. Und die natürlich sagen, wir brauchen dieses Geld. Das ist nicht euer Geld, das ist unser Geld. Das ist klar. Aber was die Regeln angeht, wie ich versucht habe zu sagen, sie bauen ihre Macht auf, indem sie die Gegengewichte eliminieren. Und die Gegengewichte sind inländisch und sind auch europäisch. Darum geht das in diese Richtung. Das Klima kann gut sein, aber es ist unheimlich verzwickt. Das Problem ist auch, dass nicht viele darüber reden, dass sie es akzeptieren, dass sie es verinnerlichen und es nicht nach außen bringen. Schauen wir mal. Aber verstehen Sie, dass ein Teil der Bevölkerung Angst hat vor dieser Migration, dass sich auch die bisherige Kultur, die wir lieben und schätzen, verändert und dass man sich daher dagegen wehrt und wenn man Europa sieht als quasi Zwangsinstrument, dass man die Grenzen öffnen muss, dass man sich dann auch gegen Europa wehrt? Ich verstehe allerdings nicht, das hat 2016 angefangen, dass die Migration nur noch aus einer sicherheitspolitischen Sicht gesehen wird. Also das heißt, jeder Migrant ist potenziell ein Terrorist. Und das hat immer mehr, das haben die Österreicher auch ganz gut, auch unter Kurz, muss man ja auch sagen, in diese Richtung gedrückt. Und das ist aber, glaube ich, total falsch. Mhm. Es gibt natürlich auch Probleme mit der Migration, ganz klar. Und man muss Vorbeugungen treffen, auch die Sicherheit ist wichtig. Aber sehen Sie, gestern kam ich habe Ihnen das erzählt, kam ich aus Kavala zurück, aus Kigali zurück. So, und dann direkt bin ich in eine Struktur, wo Flüchtlinge sind, in Luxemburg gegangen. Und wir haben nämlich da eine Richterin aufgenommen. Das ist jetzt die zweite Richterin-Familie. Also das sind jedes Mal 7, 8 Leute. Aber das ist dann die Richterin und das ist ihre Mutter und das sind nur Schwester. Und wenn Sie sehen, das ist keine Dankbarkeit, das will man ja nicht, aber wie die Menschen erleichtert sind, nachdem sie nach dem 15. August einen Monat in Kellern saßen, in Kabul, denn sie wussten, wenn wir da rausgehen, so wie das hier im Krieg war, dann ist alles vorbei. Und dass die dann die weinen zwar auch, denn die haben ja vieles verloren, aber trotzdem sich glücklich fühlen, das müsste ein Orbán oder ein anderer müsste das sehen und nur sich 5 Minuten nehmen, mit diesen Leuten zu sprechen. Dann wäre die Migration auf einer anderen Stufe. Ich habe einige Kinder genommen, Jugendliche von Moria. Die sind gekommen im April 2020. Moria ist Lesbos, also die Inseln. Und dann, da ist ein junges Mädchen dabei, das sind Afghanen, die aber Farsi reden. Der hatte nie ein Wort Französisch gesehen. Der hat mir jetzt nach einem Jahr einen französischen Brief geschrieben. Und die macht in der Schule alles, die sagt das auch. Und die wollen dem Land auch etwas einmal zurückgeben. Diese positiven Erfahrungen, und ich brauche der Schweiz das ja nicht zu sagen. Er spielt ja sehr gut Fußball. Und das ist doch wirklich etwas im Interesse der Menschen. Okay. Danke vielmals. Ich glaube, die nächste Frage können wir von rechts bitte sehen. Ja, vielen Dank.
Ich habe auch eine Frage zum Thema Migration. Also die Trennlinien in diesem Feld sind ja schon vor 2015 auch da gewesen. Ja. Und ich habe noch eine Frage zur politischen Debatte. Wir haben ja gerade die Konferenz zur Zukunft Europas. Sehen Sie in solchen Gefäßen, die ja eine breiter geführte Diskussion ist, ein Potenzial zur, nicht Lösung, aber zur besseren Diskussion dieser Migrationsfrage zum Beispiel? Und eine zweite ganz andere Frage, können wir Ihre Aussagen zur Rolle Luxemburgs als kleinem Land oder zur, ich muss anders formulieren, zur Bedeutung der Europäischen Union für kleine Länder, auch sehen Sie diese Bedeutung auch für die Schweiz? Also übertragen auf die Schweiz. Das hat lange gedauert. Also die erste Frage, Madame. Ich glaube nicht, dass diese Europakonferenz jetzt irgendein Jota an der Migrationsproblematik ändern wird. Wir haben ja diesen Pakt, das hat die Kommission wirklich versucht gut zu machen. Wir kommen keinen Millimeter vor. Wir haben verschiedene, die Agenturen oder solche kleinen Sachen haben wir dann gut geheißen, aber in der kruzialen Frage geht es ja darum, wenn eine Krise ist und es sind 2, 3, 4 Länder in der Europäischen Union, die überschwemmt werden, sind die anderen bereit, auch Menschen aufzunehmen, um die Last mitzutragen? Darum geht es. Und da ist null. Null. Die Kommission wollte das alles freiwillig machen. Sogar das geht nicht. Denn die Länder, die gegen jede Hilfe sind, haben dann gedacht, wenn das freiwillig ist, dann kommen wir unter Druck, auch bei unseren Wählern, also null. Es geht, wir kommen nicht voran, auch nicht in dieser Konferenz. Das Zweite ist jetzt für die Schweiz. Also ich weiß ja, was die Schweiz im Mai gemacht hat, im Bundesrat. Das habe ich zu respektieren, wie jeder in Europa. Aber wenn ich das kommentieren darf, die Schweiz braucht die Europäische Union und die Europäische Union braucht die Schweiz. Ich hatte die Simonetta, eine sehr gute Freundin immer. Sie war ja auch 2015, hat sie die Präsidentschaft. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ich muss auch sagen, Hut ab vor ihr, was sie gemacht hat in Migrationsfragen, Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Aber es gibt ja auch Politiker hier, die anders ticken. Und ich kann das nicht kommentieren. Ich bin nur ein kleiner Luxemburger. Aber ich will aber darauf hinweisen, wenn Sie zum Beispiel an Erasmus denken, ne, dass das aber wichtige Sachen sind und dass man das nicht alles einfach eliminieren darf, glaube ich. Vor allem für die jungen Menschen. Und wenn Sie die Landkarte sehen Europas, die Schweiz liegt im Herzen Europas. Ich verstehe, dass die Schweiz Norwegen hat auch einen anderen Weg gesucht, alles zu verstehen. Aber es ist für mich eine Gefahr, wenn, oder nicht gut, sagen wir mal, wenn alles abgebrochen werden würde. Das versuchen wir ja auch in der Europäischen Union zu verhindern. Ich glaube, dass dieser ganze Pakt, den wir da hätten schließen sollen, dass das natürlich das Beste gewesen wäre für die Schweiz und für die Europäische Union. Es ist aber nicht gemacht worden. So muss man mit dem leben, was man hat, und versuchen, es irgendwie am Leben zu halten. Aber wie kommen wir da raus, oder aus diesem Deadlock? Das oder? Müssen Sie mir sagen. Die Kommission ist ja auch mittlerweile daran, so eine Haltung zu definieren, die dann eher etwas hart werden dürfte, oder? Guillotine. Ja, wie kommen wir da wieder raus? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir kommen nur raus, wenn wir auf beiden Seiten einsehen, dass es einen Weg geben muss, dass nicht alles fällt. Da muss ein Zeichen kommen. Ich glaube, die Zeichen müssen ja kommen aus der Schweiz. Es ist ja ein Angebot gewesen von der Europäischen Union, um das zu tun, was eben getan werden sollte. Die Schweiz hat abgebrochen, aus Ursachen, wo auch Gewerkschaften und ich weiß nicht, alles in der, die Force Vive de la Nation mitgespielt haben. Gut, dann ist das so. Es steht mir nicht zu, dass ich bedauere das. Das ist das Einzige, was ich sage. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Lage kommen, wo effektiv wir nicht mehr für die jungen Menschen in der Schweiz und in Europa das tun können, was wir eigentlich tun müssten. Auch für die Studenten. Ne? Ja. Also alles, was mit ihrem Fach zu tun hat, nicht nur mit meinem, Herr Professor. Und da sind wir halt auch etwas auf Flexibilität angewiesen, auf beiden Seiten. Ja. Oder? Das dürfen wir so auch Ihren Richtig. Äußerungen entnehmen, ja. oder? Können Sie machen. Hast du noch? Ja, ich hätte noch eine Frage. Hallo.
Ich bin sonst laut genug. Also ich hätte noch eine Frage über Ihr Grundthema, nämlich die Werte. Ich meine, in den letzten Jahren sind diese Werte, die Sie hervorgehoben haben, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, natürlich im größeren geopolitischen Kontext auch sehr stark unter Druck geraten. Ich meine, wir haben Trump erlebt, wo wir die Gefahr sahen, bis hin zu diesem Sturm auf das Kapitol, dass da irgendwie die demokratischen Institutionen nicht mehr funktionieren. Wir haben China, das, glaube ich, so im Prinzip davon ausgeht, dass Europa und diese Werte ein Auslaufmodell sind, und sie propagieren dieses Modell in Afrika und in anderen Ländern, dass sie eigentlich nach ihrem Modell sich aufbauen sollen. Und dann haben wir Russland, das auch Einfluss nimmt auf die Europäische Union. Wie kann man sich sozusagen gegen diese Einflüsse wehren? Und das sieht man ja in Ungarn ganz typisch. Ungarn eliminiert eine freie Universität und holt sich die Fudan-Universität ins Haus. Mhm. Also von daher haben wir hier auch, glaube ich, ein Kräfteparallelogramm, das im geopolitischen Sinne wirkt. Ja. Also das Erste vom 6. Januar. Das Schlimme ist schon, dass das geschehen ist. Aber noch schlimmer ist, dass, wie das jetzt aufgearbeitet wird, von denen, die es zu verantworten haben. Das ist sehr schlimm. Das ist eine totale... Ich habe den Blinken und John Kerry noch begegnet in Paris vor einigen Wochen. Das ist sehr, sehr schlimm, wie die Gesellschaft in Amerika da sich... Biden hat ja jetzt reagiert. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass er so drastisch reagiert hat, ob er nicht noch mehr spaltet, aber ich glaube, er muss das tun. Ja, das ist ja das Problem, dass man sieht, dass die Werte, auch die, sagen wir mal, die politische Korrektness in eine andere Richtung driftet. Putin 2005, 6, 7, sogar Russland im Allgemeinen, war ein anderes Russland als das von heute. Nach der Krim ist etwas gebrochen worden, was schwer reparierbar ist. Wir reden von der One-China-Policy. Das heißt, dass wir nie... Sie wissen ja, dass Taiwan Mitglied des Menschenrechtsrats war, dann wurde China. Das haben wir akzeptiert, One-China-Policy. Auch Amerika bis jetzt akzeptiert. Und dann muss es auch aber nicht in eine Richtung gehen, dass jetzt Taiwan überfallen wird. Wir haben immer gesagt, ein Land, zwei Systeme. Wir müssen das auch zwei Systeme bleiben, was Hongkong angeht. Das ist alles in Frage gestellt jetzt. Das stimmt. Also genau darum bin ich davon überzeugt. Ich sage es noch einmal, für das Leben in Europa und auch in der Schweiz, das hängt ja alles zusammen, wenn wir die Werte schauen, ist es wichtig, dass Europa zeigt, dass es, sagen wir mal, den Weg hält, den geraden Weg hält und auf die Werte setzt. Wenn wir sagen, die anderen, in Amerika gibt es eine Partei, die macht das auch nicht mehr, Putin war das nicht, Erdogan war das nicht, Bolsonaro, wenn das dürfen ja nicht die Referenzen sein, auf die wir bauen. Das sind andere Systeme, andere Vorstellungen von Politik, aber wir haben ja nur eine Vorstellung von Politik. Und ich sage noch einmal, ich kann ja nur von Europa reden, aber ich glaube, das zählt ja auch für die Schweiz. Das ist ja genau dasselbe, dass wir verhindern, dass wieder destabilisiert wird in Europa und dass die Demokratie eine Chance behält. Darum ist das ja genau ein Anlass und eine Motivation, nicht in eine solche Richtung zu fallen. Glaube ich. Aber ob das so ist, ist eine andere Sache. Wenn Sie gestatten, wir haben zwei Wortmeldungen, kurze Fragen und vielleicht kurze Antworten. Ja. Vielleicht gleich hinten zu Ihnen, bitte sehr. Ja, meine Frage ist auch geht auch um die Wertegemeinschaft. Sie haben ja erwähnt, dass mit der Zeit auch der Menschenrechtsschutz immer mehr ins Zentrum dieser Wertegemeinschaft gerückt ist. Und das hat dann auch Konsequenzen. Also dann sehen wir auf der Kehrseite dieser Entwicklung, sieht man, dass sich dann nationalistische Bewegungen oder EU-skeptische Bewegungen eben auch gegen den inter- bzw. supranationalen Menschenrechtsschutz und die entsprechenden Mechanismen dann richten. Und dass auch im Migrationsbereich beispielsweise dann diese Wertegemeinschaft und quasi dieses Selbstverständnis als Hochburg der Menschenrechte instrumentalisiert wird, um dann Menschen auszuschließen. Und meine Frage ist, wie müssen wir diese Entwicklungen wie einfach als Konsequenzen akzeptieren oder kann man da irgendetwas dagegen machen? Ja, das ist eine Frage, die mir seit Jahren in der Europäischen Union viel Kopfzerbrechen wirklich macht. Wenn wir
das Einmaleins der Europäischen Union nicht mehr akzeptieren, wenn wir die Menschenwerte nicht, wenn wir nicht mehr, sagen wir mal, Gefühle zeigen, wenn Kinder, Mädchen misshandelt werden in einem Land und wir sagen in der Europäischen Union, also Afghanistan kann alles auf uns zukommen, nur keine Migration, dann haben wir nicht verstanden, um was es geht. Wir haben es in der Europäischen Union nicht geschafft, im letzten informellen Treffen der EU-Außenminister uns auf den Text des Sicherheitsrats zu verständigen, wo China und Russland damit einverstanden waren. Da ging es um das Wort Persons in Need, also Personen, die Hilfe brauchen, also Persons in Need, also die Hilfe brauchen, dass wir da die Tür öffnen, um die aufzunehmen. Und da brauche ich nicht, da brauchen Sie nicht weit zu gehen in ein Land, wo man auch Deutsch redet, was nicht Deutschland ist, um dann zu sehen, wie diese Mentalität der Verweigerung da ist. Es gibt Regierungen in Europa, die ihre ganze Innenpolitik aufbauen gegen Migration. Das ist so. Das geht einem ans, es geht ans, an den Nerv. Aber ich erlebe das, oder die Menschen, die Politiker, die dann in diesen Räten sind, erleben das Tag für Tag. Da geht es auch, ich glaube auch nicht mit Geld. Man kann verschiedenen Ländern kann man 1 Million pro Flüchtling geben, die werden aber keine aufnehmen. Es geht um Prinzipien, weil, glaube ich, noch einmal die Solidarität, auch die politische Solidarität in dieser Frage absolut verweigert wird, überhaupt darüber nachzudenken. Herr Außenminister, Sie haben eigentlich ein eher negatives Bild der Union zeichnen müssen. Deshalb die Frage, wäre es nicht gescheiter, wenn man doch sich überlegen würde, ob man nicht in Richtung Europa zweier Geschwindigkeiten gehen sollte. Mhm. Dann würde nämlich das eine Europa wieder attraktiver und das würde sich wahrscheinlich auch in den Wahlen widerspiegeln, meine Meinung. Also das ist der Weg, den ja viele Leute auch verteidigen. Wenn es in einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr geht, soll man zurückkommen auf die 6 Gründerländer und verschiedene, die dann wollen, mitmachen. Aber was bedeutet das für Europa? Das kann man tun, aber wirklich in allerletzter Instanz. Wir müssen ja eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen. Wir müssen ja in eine Richtung gehen, wo man sagt, okay, im Jahr 2030 fangen wir an, darüber nachzudenken, ob Europa in dieser komplizierten Technik der Institutionen überhaupt eine Chance hat, so zu überleben. Ob wir nicht müssen hingehen und auf einen föderalen europäischen Staat hinarbeiten. Da bleibt Luxemburg noch immer Luxemburg, Deutschland bleibt Deutschland und Frankreich bleibt Frankreich, aber dass wir in den Strukturen Klarheit schaffen. Und wenn Sie jetzt auf die auf eine Kerneuropa, wie man das ja nennt, hinsteuern, dann machen Sie ja genau das Gegenteil. Und wir müssen vor Augen behalten, wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, Anfang des Jahres so ein Gipfel der osteuropäischen Länder, ja, also Ukraine, Moldawien, Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland. Das heißt, diese Länder, die zwischen Europa und Russland hängen, wie schwierig das ist für beide Seiten, sehr schwierig. Und was wäre, wenn ein Teil des Ostens wieder da dazwischen käme? Was wäre das, was würde das für Europa bedeuten? Also ich gebe Ihnen recht, wir können nicht weitermachen und uns von 2, 3 Ländern diktieren lassen, wo es soll hingehen. Aber das ist die allerletzte Ausfahrt, sagen wir mal, um das hinzubekommen. Delors hat in einem ganz anderen Sinn von dem Kern Europa gesprochen, die schneller vorwärts kommen sollen. Aber er hat nie gerechnet, dass es Länder gibt, die einfach ausscheren wollen. Es will ja auch keine Ausschere. Wenn Sie Orban hören und Sie wollen ja nicht ausscheren. Ja, das ist der, aber es ist beschämend, dass dann das Geld Europa zusammenhält. Das ist beschämend. Herr Außenminister, vielen Dank. Ich habe versucht, aus Ihren Ausführungen auch Funken der Hoffnung zu entnehmen. War nicht so einfach im Moment. Trotzdem sage ich meinen Studenten immer, wir haben alle ein riesiges, fundamentales Interesse, dass es Europa gut geht. Wenn es Europa gut geht, geht es uns auch gut. Und die zweite Frage ist, ginge es uns besser, wenn es die EU nicht gäbe? Und ich glaube, da ist die Antwort auch völlig klar, die wir da geben können. Also da muss etwas geschehen.
Wie genau, wissen wir nicht. Jetzt darf ich, glaube ich, das Schlusswort Herrn Lachen, dem Verwaltungsratspräsidenten der Julius Baer Bank, übergeben. Ja, sehr geehrter Herr Asselborn, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst freut es mich einmal, dass wir unseren Churchill-Anlass wieder persönlich hier stattfinden dürfen, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, hier an die Uni zu kommen. Möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken und ich hoffe auch, dass die Covid-Situation in den nächsten Monaten das wieder zulässt, dass wir alle unsere Churchill-Anlässe hier persönlich machen werden. Herr Minister, Sie haben mit sehr viel Herzblut, aber auch mit sehr viel Engagement für Europa und vor allem eben auch für die Werte, die Europa ausdrücken, sich ausgesprochen. Und es ist in meinen Augen extrem positiv zu spüren, dass sich Leute wie Sie einsetzen, dass sich diese Werte auch in Europa weiter aufrechterhalten. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie zu uns an unserem Churchill-Anlass gesprochen haben, über diese sehr wichtigen Punkte, die nicht nur eben die EU als solche, sondern logischerweise auch uns als Schweiz betreffen. Churchill hat in seiner Rede 1946, wie wir heute jetzt gehört haben, ja sich vehement für ein vereintes Europa und eben auf diese europäischen Werte sich eingesetzt. Und aus heutiger Sicht scheint es fast etwas eigenartig, dass sich ausgerechnet ein Brite in der Schweiz zu europäischen Themen äußert. Aber ich glaube, das ist es nicht, weil Europa und die europäischen Werte unabhängig von der Zugehörigkeit natürlich wichtig sind und wichtig bleiben, ob man in der EU oder mit der EU zusammenarbeiten wollen. Und ich glaube, für uns als Schweiz ist es ganz besonders wichtig, weil durch die Abkommen, die wir mit der EU haben, sei das jetzt Schengen-Dublin als ein Beispiel zu nehmen, dass es extrem positiv ist, auch wieder für beide Seiten in einem gemeinsamen Europa weiterzukommen. Dass es nicht immer, vielleicht wie in einer Nachbarschaft, im ersten Anlauf gelingt, solche Widersprüche und vielleicht solche Konflikte aufs erste Mal zu lösen, das stimmt mich eigentlich positiv, dass für die nächsten Schritte dies hoffentlich gelingen wird. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, wie wir es vorhin auch kurz angetönt haben, sowohl auf der EU-Seite wie auf der Schweizer Seite, dass wir uns wieder auf den Weg begeben, einen konstruktiven Dialog zu finden und das hoffentlich in einem zweiten Anlauf in einer Art und Weise auf die Reihe bringen, dass es für die EU wie auch für die Schweiz stimmig wird. Ich möchte nicht zu lange werden, aber ich möchte mich ganz herzlich nochmals bedanken. Wir wissen, dass Sie sich noch nicht nur politisch, sondern auch privat sich große Herausforderungen stellen. Und in der luxemburgischen Presse, so habe ich mindestens vernommen, werden Sie oft als Gipfelstürmer bezeichnet. Das hat damit zu tun, dass Außenminister Asselborn ein leidenschaftlicher Radfahrer ist und sich nicht kleine Herausforderungen nimmt, sondern Herausforderungen nimmt von Luxemburg gegen den Süden von Frankreich zu fahren, über 1700 Kilometer und dann am Schluss noch die Richtung einschlägt, Richtung Mont Ventoux oder Alpe d'Huez. Wir wissen, dass die Schweiz auch viele schöne Berge und Pässe hat. Habe ich viele gemacht. Das wollte ich auch sagen. Ich gehe davon aus, dass Sie als ambitionierter Radfahrer sicher schon den ein oder anderen Pass gemacht haben. Und als ganz kleines Dankeschön für Ihre Anwesenheit möchten wir Ihnen ein Trikot unseres Schweizer Nationalteams haben, sodass wenn Sie den nächsten Schweizer Pass unter die Räder nehmen, dass Sie das richtige Trikot haben. Und das Zweite, haben wir auch kurz vorhin schon besprochen, ist selbstverständlich, wenn ein Luxemburger in Zürich ist, dass wir das verbinden mit dem Luxemburgerlich. Wir wissen auch, dass es tatsächlich einen Konnex zu Luxemburg hat, in dem das nämlich ein Luxemburger Konditeur auf einem Rezept eines französischen Konditeurs, das in die Schweiz gebracht hat und hier bei der Firma Sprüngli dieses Rezept weiter verfeinert hat und wir eigentlich seit den 60er Jahren hier in der Schweiz diese ausgezeichnete Macaron nämlich genießen können. Und ich möchte Ihnen das auch gerne übergeben. Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank. Danke.
schön. Wir kommen zum Abschluss. Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken für Ihre Teilnahme. Insbesondere möchte ich Andreas Kellerhans und seinem Team mich bedanken für die Organisation von heute. Und ich freue mich, wie ich anfangs gesagt habe, weiterhin auf spannende Churchill-Anlässe in diesem oder in einem anderen Raum hier an der Uni Zürich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und nochmals herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke. Applaus